Wie berechnet sich eigentlich der Speicherplatz einer unkomprimierten Pixelgrafik? Gehen wir mal von folgendem Beispielbild aus. Und wenn wir das einmal ranzoomen, dann erkennen wir, dass unser Beispielbild ursprünglicherweise 5 Pixel breit und 5 Pixel hoch war. Wir stellen uns nur die Frage, wie groß ist die Datei, wenn ich sie als BMP-Bild mit einer Farbtiefe von 24 Bit abspeichere. Schauen wir uns dazu einmal an, wie eigentlich eines dieser Pixel aufgebaut ist. Das hat natürlich eine Breite von eben einem Pixel und auch eine Höhe von einem Pixel. Aber hinter diesem Pixel verbirgt sich noch eine Information, nämlich die Farbtiefe. Und deswegen können wir uns so ein Pixel auch quasi so dreidimensional vorstellen. Die Farbtiefe sitzt jetzt quasi hinter meinem Pixel. Und obwohl wir nur dieses rote Quadrat hier vorne, also die Farbe rot an diesem Pixel sehen, speichert der Computer hinter jedem Pixel, wenn wir eine Farbtiefe von 24 Bit haben, ja, alle möglichen Farben, die eben hinter 24 Bit stecken. Und 24 Bit ist nichts anderes als 2 hoch 24 und das sind dann 16, ungefähr 78 Millionen Farben. Also obwohl ich nur das Rot brauche, speichert der Computer hinter diesem Pixel alle anderen möglichen Farben. Und deswegen hat allein ein Pixel bei einer Farbtiefe von 24 Bit eben schon eine Größe von 1 Pixel Breite mal 1 Pixel Höhe mal eben 24 Bit. Das sind eben 24 Bit für 1 Pixel. Gehen wir mit diesem Wissen wieder zurück zu unserem Ursprungsbild. Wir wissen jetzt also, dass jedes dieser Pixel eigentlich 24 Bit hinter sich speichert. Und somit können wir auch den Speicherplatz des gesamten Bildes berechnen. Das sind nämlich 5 Pixel mal 5 Pixel, 25 Pixel insgesamt, mal jeweils 24 Bit Farbtiefe. Und das ist auch die allgemeine Form. Also nochmal langsam, Auflösung als Höhe mal Breite in Pixeln mal Farbtiefe ergibt nichts anderes als die gesamte Dateigröße des Bildes.